Hallo und herzlich willkommen bei den Kinderspielestars. Ja, ich grüße euch auch. Hier ist wieder euer Lieblingsspieler Marc und die Assistentin Tochter Jemmy. Tochter Jemmy. Und wir spielen heute Meine kleine Welt Werkstatt. Das ist so ein obercooles Spiel. Das muss ich euch bestimmt noch öfters vorstellen. Das ist von den, ich glaube, schwedischen Kinder-App-Entwicklern Filimundus. Und die haben auch schon die Brio Eisenbahn-App gemacht. Die machen einfach klasse Apps. So, und wir starten direkt. Also wir sind hier dieser kleine Werkstattbesitzer, beziehungsweise es ist ein Mädchen, ne? Ja. Eine kleine Werkstattbesitzerin. Und dann gucken wir mal, wer als Erster reinkommt. Den seht ihr schon im Hintergrund stehen, den gelben Wagen. Der fährt jetzt bei uns in die Werkstatt rein. So, falls euch die App interessiert, die gibt es übrigens für Android-Geräte im Google Play Store. Und auch für Apple iPad, Apple iPhone im Apple App Store. Guck mal, der erste Kunde, was will der denn? Waschen. Der will sein Auto gewaschen haben. Ja, das sieht ja auch richtig dreckig aus. Jetzt drücken wir einfach auf den Eimer, da fährt er auch direkt zur Waschstraße. Wollen wir ihm eine Vorwäsche machen? Ja. Hier mit dem Schwamm erstmal so ein bisschen grob den Dreck weg. Ist ja ein gelbes Auto, das muss gründlich gemacht werden. Helle Autos sehen immer nur schön aus, wenn die richtig sauber sind. Und jetzt können wir einfach hier die Bürste mit der Hand bewegen. Damit das noch sauberer wird. Also das mache ich jetzt mit der Hand schön gleichmäßig. Mal gucken, ob es gleich funkelt. Da funkelt es. Wie? Wieder ein zufriedener Kunden. Ja, wir könnten jetzt noch was anderes an seinem Wagen machen, aber er will ja nur gewaschen bekommen. Dann rechnen wir ihn jetzt ab hier. Er muss bezahlen. So, er sagt, okay, das war gut. Da fliegen die Münzen in unsere Kasse. 24. Das Tolle ist nämlich, wenn wir Geld verdienen, können wir uns neue Bauteile kaufen. Ich mache das jetzt mal vor. Ich kaufe mal den roten Reifen. Der kostet 20. 24 haben wir. So, bleiben übrig noch 4 Taler. Die geben wir nachher aus. Jetzt schauen wir mal, ob ein neuer Kunde schon auf uns wartet. Da klingelt es auch schon. So, machen wir mal das Türchen auf. Das stand doch eben schon ja genauso. Was ist das denn? Keine Ahnung. So ein Lokomotiv-Bagger-Auto? Okay. Die will auch nur gewaschen bekommen. Ja, wollen denn heute nur alle Leute gewaschen bekommen? Komisch. Na gut, hier mache ich, also bei der Lokomotive mache ich keine Vorwäsche. Einfach mal richtig kräftig hier mit der Bürste drüber. Zack, ist der Job erledigt. Denn wir wollen ja auch noch mal was anderes sehen als nur die Autowäsche. Ja, genau. Schnell abgerechnet. Wie viel Geld gibt das? Eben hat er, glaube ich, 20 bezahlt, oder? Ja, 24 war es. Ja, das war jetzt ein bisschen weniger. Aber trotzdem viel. Und dann gucken wir direkt, wer als nächstes kommt. Ein Auto nach dem anderen machen wir ja klar. Ding Dong macht's. Mal schauen. Ein Entenauto. Und ich sehe schon, da stimmt was mit den Reifen. Ich sehe dir das auch. Der eine Reifen vorne ist ganz fett und der andere ist ganz leer, platt. Kümmern wir uns erstmal um die Reifen. Da können wir jetzt uns entscheiden, was machen wir? Neue Reifen ran oder nur den Luftdruck? Ich mach mal den Luftdruck. Ich pumpe jetzt mal hinten den Reifen auch auf. Hier mit dieser Luftpistole hier. Im grünen Bereich müsste das sein, dann ist es richtig. Und beim anderen müssen wir Luft ablassen. Ja. So geht das in den grünen Bereich rein. Jetzt steht das Auto wieder gerade. Was will die denn noch? Die will noch am Motor eine kleine Reparatur haben. Das ist interessant, das haben wir noch nicht gesehen. Ja, noch nicht. Hier ist der Motor, mal schauen. Die Batterie muss aufgeladen werden. Das geht hier mit diesem Aufladegerät. So, das lädt jetzt auf. Mal sehen. Jetzt ist grün, schön. Ja. Und noch irgendwas anderes. Ach, der Ölstand. Moment mal, der Ölstand. Dann nehmen wir den Ölstab ein bisschen raus. Geht das? So, ach, hier ist die Ölkanne. Oh, hoffentlich hat die das nicht gesehen. Ich klecker hier rum. So, das soll auch schon reichen. Mal gucken, ob der Motor angeht. Ich drehe mal den Zündschlüssel um. Läuft wie neu. Ja. Gut. Dann gehen wir hier raus. Das wäre auch erledigt. Und dann möchte sie noch eine neue Hupe. Da gehen wir hier in unser Zubehörbereich. Da sind ganz viele Sachen. Wir hätten ja auch ein Blaulicht dran machen können. Aber sie will ja hier so eine Doppelfanfare, nennt sich das. Da ist sie auch schon. Wo tun wir die denn dran? Die können wir dran machen, wo wir wollen. Ich mach's mal hier oben. Fertig.
Aber dafür kriegen wir jetzt hoffentlich mehr Geld. Ja. Drei Sachen gemacht, da lasse ich mich aber nicht mit 20 Euro abspeisen. Mal gucken hier. Okay, wie viel gibt's denn da? Hm. Drei Sachen. Bringt dreimal Münzen. Oh, die Kasse füllt sich. Viel. Das waren jetzt über 40. Ich glaube, 45 müssten das gewesen sein. Ja, für 45 können wir uns ja was kaufen. Was kaufen wir uns denn da? Hm. Schauen wir mal hier. Hier, das ist so ein Bauteil fürs Auto. Ja, kaufen wir das mal. Ja, ist interessant. Okay. Das müssen wir natürlich auch mal nachher irgendwann montieren. Und haben wir noch Geld für ein zweites Bauteil? Nehmen wir noch hier so ein... Das ist, glaube ich, eine Motorhaube. Jedenfalls ja. Der vordere Teil von einem Auto. Dann zeigen wir euch auch gleich mal, wie man sich eigene Autos bauen kann. Aber jetzt holen wir uns noch einen Kunden rein. Hier sind nämlich noch ein paar Stationen, die uns noch gar nicht angeguckt haben. Zum Beispiel die Lackiererei fehlt noch. Hey, das Auto war eben, glaube ich, schon mal in Gelb da. Auch ja. Hier sind die Reifen fällig. Jetzt mache ich was anderes. Jetzt suchen wir der Frau mal neue Reifen, die zu ihrem Auto passen. Das ist, guck mal, die hat so Herzsonnenbrille an. Dann machen wir ihr auch mal so flippige Herzräder. Ja, das mag die Frau. Ja, bestimmt. So, okay, und jetzt noch waschen. Waschen, okay, ein bisschen Handwäsche. So, und mal mit der Bürste drüber. Jetzt ist es sauber. Soll das reichen? Gut. Ja. Hoffentlich geht das nächste Auto mal in die Lackiererei. Ich möchte mal gerne ein Auto in eine andere Farbe verpassen. Ja. So. Oh, da ist die Kasse schon wieder gut voll. Das freut mich. Kaufen wir auch direkt noch eine Kleinigkeit. Kaufen wir hier noch das Mittelteil. Okay, dann können wir irgendwie so ein Holzauto bauen. Ja, das wird bestimmt schön. Und dann zurück zu den Kunden. Ja, unsere Werkstatt macht nie zu. Außer wir fahren gleich mal ein Rennen. Das zeige ich auch noch. Schon wieder so eine halbe Lokomotive. Und schon wieder die Reifen. Weißt du was? Ich ignoriere das jetzt mal. Ich fahre jetzt erstmal in die Lackiererei und zeige euch das. Ich finde, der sollte mal... Welche Farbe wollen wir dem geben? Wir machen hier eine rote Eisenbahn raus. So. Nehmen wir unsere Sprühdose und jetzt sprühen wir das Ding mal rot an. Egal, was die Frau dazu sagt. Nachher findet sie es auch noch schön. Wir können uns schon mal überlegen, was wir noch an die Seite dran machen, auf die Tür. Da möchte ich noch entweder eine Zahl oder irgend so ein Muster dran machen oder ein Symbol. Ja. Da seht ihr doch die Sprühdosen schon. Da kann man sich jetzt noch was Schönes aussuchen. So, das ist jetzt schön rot. Dann nehmen wir noch mit Gelb. Was habt ihr euch entschieden? Ein Herz? Ein Totenkopf ist hier. Ein Smiley. Wie wäre es mit einem Smiley? Ja, der ist gut. Nehmen wir so einen Smiley. Und wie geht das? Oh, das hat nicht geklappt. Oh. Da habe ich Mist gebaut. Nochmal neu. Schnell wegmachen, bevor die das sieht. Und den Smiley nochmal. Ich glaube, ich muss nur pfft machen. Ja, nur tippen. Aha, da ist der Smiley. Naja, noch einen zweiten? Nee, lass lieber. Nachher mache ich was falsch. Was können wir noch machen? Ein paar Streifen. Lass mal gucken. Wir können so Streifen machen. Ich finde, das sieht ganz gut aus. Ja. Außer jetzt den Smiley. Der geht jetzt natürlich flöten. Na, hält sich noch in Grenzen. Hey. Aber trotzdem schön. Och, ich finde es ganz nett. Die Reifen müssen noch gewechselt werden. Da könnten wir ja was farblich Passendes nehmen. Also was Rotes. Sowas hier vielleicht? Nee. Hm. Sowas hier vielleicht? Hm. Ja, vielleicht. Sowas? Ah. Oder was Poppiges? Ja. So? Ja. Wir können hier mal spaßeshalber ganz dick machen. Warte. Das ist ganz dünn machen. Und ganz dick. Und den anderen auch. Ganz dick. Ja, jetzt kann die Frau auch durchs Gelände fahren. Ist sie denn zufrieden? Ja. Okay, dann mal weiter. Getankt hat noch keiner, sehe ich gerade. Wir haben ja noch eine Tankstelle. Und zwar eine Tankstelle für Benzin und Elektroautos. Oh. Wir können beides aufladen. Okay, dann tschüss. Kaufen wir hier noch so einen Kofferraum nochmal von dem Geld. Ja. Dann können wir gleich uns ein eigenes Auto bauen. Okay. Wollen wir noch einen Kunden machen oder direkt Auto bauen? Ja, noch einen Kunden. Ein Kunde noch und dann bauen wir ein Auto. Ja. Einverstanden. Hoffentlich will der mal betankt werden, sonst muss ich ihn einfach betanken, egal ob der Tank leer ist. Aha, ein Clown. Das Auto kennen wir aber auch schon.
Schon wieder nur die Reifen? Nö, jetzt wird getankt. Moment mal, tanken ist hier. Okay, da ist der kleine Tankstutzen hier, da geht das rein. Ist schon voll gewesen, aber ein bisschen hat noch reingepasst. Ja. Okay, der will auch Reifen haben. Die sehen auch gut aus. Gefallen mir. Seid ihr einverstanden? Oder für einen Clown sowas hier? Ja, für einen Clown ist gut. Ja, ne? Na gut. Und dann bauen wir uns jetzt ein eigenes Auto. Den kassieren wir noch schnell ab. Okay, wenn wir uns ein eigenes Auto bauen, dann müssen wir in den Hof rausgehen. Da stehen schon drei Autos, glaube ich, rum, an denen man rumbasteln kann. Aha. Da können wir komplett verändern. Moment, wie geht das nochmal? So, jetzt drücken wir mal auf den Helm hier oben. Genau. Und dann ist hier genau. Hier ist unser Hinterhof. Guck mal, wie cool das aussieht. Oh. Und egal, welches Auto wir jetzt nehmen, wir bauen das ja sowieso um. Wir nehmen jetzt mal diesen grünen. Ja, den cool. Grünen Sportflitzer. Aber das bleibt kein grüner Sportflitzer. Ich baue das jetzt um. Und jetzt zahlt sich eben aus, dass wir so viel gesammelt haben. Hier, schaut mal, da können wir nämlich jetzt hier jedes Auto rausmachen. Zum Beispiel hier so ein gelbes. Ja, der sieht gut aus. Na, man kann natürlich auch kombinieren und nur die Mitte rot machen. Ja, wenn man sagt, ich will kein Cabrio haben, baut man sich das um. Oder ich möchte einen Entenpopo haben. Oder vorne auch noch. Das sieht doch alles ziemlich lustig aus, finde ich. Ja, ich auch. Und ja, wir haben jetzt zwar noch nicht alles, aber hier sind schon ein paar coole Sachen bei. Was wollen wir denn machen? Wollen wir so ein echtes Auto bauen oder so ein Spaßauto? Was würdest du machen wollen? Echtes. Eine echte Kutsche? Ja. Mal ausprobieren. Oh, da, lass mal schauen, was haben wir noch? Ein Hai! Cool! Oh, jetzt habe ich den Hai gesehen, jetzt möchte ich den gerne voll bauen, aber kann ich nicht, weil das Mittelteil fehlt noch. So sieht es aber auch irgendwie cool aus. Ja. Jetzt überlege ich mir mal, was passt denn zu dem Hai? So vielleicht. So, wenn wir das jetzt noch grau lackieren? Was ja, das so? Würde dann passen. Oder eine Ente passt ja nicht dazu. Komm, nee. Oder das hier sieht so ein bisschen nach Haifischflosse hinten aus, ne? Dieses, was ja, hochgeht. Ja, schon. Und jetzt lackieren wir uns das. Hoffentlich gibt es graue Farbe, habe ich eben nicht gesehen. Mal gucken, doch, ob das hier grau oder? Wird. Zwischen schwarz und weiß muss man so greifen, dann wird das so grau. Sieht das Haigrau aus? Ja, so finde ich ungefähr, gut. So ungefähr, ne? Ja. Leute, gebt mal dem Video ein Däumchen hoch, wenn ihr bis hierhin geguckt habt und das cool findet, dass wir hier ein Haiauto bauen, obwohl wir noch nicht alle Teile haben. Ja. Könnte noch ein bisschen grauer sein. Mal gucken, ob ich noch einen besseren Grauton hinbekomme. Ein bisschen dunkler. Ja, das ist nicht so leicht. Vielleicht... So ist gut. Nein. Ja. Sieht man kaum Unterschied, ne? Passiert überhaupt ein bisschen. Was? Kleines bisschen, ne? Ja. So, also besser kriege ich es nicht hin. Machen wir oben noch ordentlich. Aha. Jetzt suchen wir... Oh, ich habe den Hai übermalt. Oh. Ist das jetzt schlimm oder schlecht? Oder beides? Obwohl, jetzt passt es fast besser zueinander. Ja. Ne? So sieht auch noch aus wie ein Hai. Und jetzt wollen wir uns noch einen Totenkopf drauf machen. Ja. Das sieht doch, mit welcher Farbe machen wir? Mit Schwarz. Ja. Warte, hinten. Tscht. Ja? War das jetzt gut oder nicht? Doch, ich fand das gut. Oder auf die Tür. Oder überall. Tscht. 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 Jetzt übertreibe ich, ne? Ja, ein bisschen. Ein bisschen aber übertrieben. Wollen wir wieder wegmachen oder drauf lassen? Ach, lass ich einfach drauf. Ich lasse es drauf, einverstanden. Jetzt gucken wir noch bei dem Zubehör, was cool ist. Was könnten wir denn holen? Ein Scheinwerfer. Vielleicht so. Oder ein Propeller will ich jetzt nicht. Eine Satellitenschüssel will ich auch nicht. So, wir haben eben noch nicht alles. Ein Blaulicht hätten wir machen können. Wir haben halt noch nicht alles. Eine kleine Fahne, so eine Antenne finde ich noch cool. Und dann schauen wir noch nach den Reifen natürlich. Ja. Was passt dazu? Ich mag diese türkisen Reifen, die sehen irgendwie cool aus. Vielleicht seht ihr noch was Besseres. Knopf will ich jetzt auch nicht haben. Ja. Vielleicht so? Ja, das sieht gefällt ja, mir gut. Das. Und ganz ehrlich, ich mag ein bisschen dickere Reifen, ein kleines bisschen. So, und jetzt ist der Wagen denn getankt. So, gucken wir auch noch das mal eben. Ist der Wagen vollgetankt? Wo ist denn hier der Tankstutzen? Hä? Ist das ein Elektroauto? Oh, wir haben ein Elektroauto. Cool. Ich glaube es gar nicht. Schaut mal, das ist eine Steckdose statt ein
Und der muss mal ordentlich vollgemacht werden, die Batterie war ja leer. Ja, jetzt ist er voll. Haben wir jetzt alles? Noch einmal kurz durch die Waschstraße. Ja, dann hätten wir es alles. So, dann haben wir aber, glaube ich, auch alle Stationen fertig. Kommt das auch schnell durch die Waschstraße. Dann glänzt das auch schön. Ja. Oh, jetzt ist es ordentlich sauber. Ja, und dann können wir ein kleines Rennen machen. Jetzt versprecht euch nicht zu viel. Wir fahren erstmal zum Ausgang. Das Scheinwerfer geht sogar an. Schön. Das Rennen ist ein bisschen eigenartig. Das ist von oben. Man sieht das nicht so richtig. Wir können ja mal bei Nacht machen. Das ist neu dazugekommen. Das kenne ich selber noch gar nicht, die Strecke. Und normalerweise seht ihr auch hier, kann man das mit mehreren Spielern machen. Wollen wir beide mal zusammen spielen? Spielst du rot und ich bin grau. Okay? Ja, okay. Okay. Man darf nicht die ganze Zeit Gas geben, sonst fliegt man aus der Kurve. Das ist das Schwierige bei dem Spiel. Mal gucken, wer hier zuerst ankommt. Ey, du fährst ja gar nicht los. So, ich bin schneller als du. Edgy Badge. Oh, ich bin aus der Kurve geflogen. Haha. Wie viele Runden spielen wir denn eigentlich? Keine Ahnung. Drei? Ja. Ich glaube schon. Nicht. Okay, wer führt? Bin ich... immer die gleiche Kurve. Du bist auch rausgeflogen. Oh Mist. Ja, so ist das Spiel. Ich finde ja, die hätten die Autos anders zeichnen sollen. Ja, von oben. Und zwar nicht von der Seite, sondern von oben. Ganz genau. Siehst du das genauso? Ey, ich habe gewonnen. Hey. Ich habe einen Pokal bekommen. Oder bist du das? Du bist das. Ich? Ach, ich weil ich stehen bleibe. Ich habe mich... So, goldener Pokal für dich. Ich habe... Naja, okay. Na gut. Schlimm. Ja, sagt mal, schreibt mal in die Kommentare, wie euch das Spiel gefällt. Ich finde das oberklasse. Und ja, ich finde, irgendwann werden wir das Spiel nochmal spielen und euch zeigen, weil hier kommen dauernd neue Autos. Schauen wir mal, was als nächstes gekommen wäre. Da kommt auf einmal ein Boot. Das sieht doch ganz cool aus. Die Bauteile haben wir alle noch nicht. Also ich würde das gerne nochmal spielen, weiterspielen und die ganzen Bauteile freischalten. Hier sind wirklich noch ganz viele Sachen zu kaufen. Hier ist noch alles nicht freigespielt. Ja, und wenn euch das Video gefallen hat, abonniert mal bitte unseren Kanal. Wir brauchen dringend Abonnenten. Das würde uns echt gut gefallen. Ansonsten blende ich euch jetzt hier noch zwei weitere Videos von uns ein. Und sage bis zum nächsten Mal. Danke, dass ihr dabei gewesen seid und macht's gut.